Moin Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner persönlichen Sega Master System One Continue Challenge. Heute habe ich einen echt heftigen Kracher für euch. Mickey Mouse Castle of Illusion, aber mehr dazu nach dem Intro. Jo Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute kümmern wir uns um Castle of Illusion. Ist wirklich echt eins der Top-Spiele für Sega Master System. Gibt's auch ein Remake von, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dann das Original doch viel besser. Ich liefere euch erstmal jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen und dann gehen wir rüber zum Gameplay. Castle of Illusion ist ein typischer Plattformer mit allen üblichen Zutaten eines Spiels dieses Genres. Sie gehen von Level zu Level, springen auf Feinde oder werfen Blöcke auf sie, weichen Hindernissen aus und sammeln Power-Ups in Form von Goldmünzen, Extraleben und Kuchen, die ihre Gesundheit auffüllen. Es gibt im ganzen Spiel verstreute geheime Räume, in denen sie spezielle Sterne finden können, die deine Gesundheitsanzeige erhöhen. Da es sich um ein Disney-Spiel handelt, richtet es sich an ein jüngeres Publikum und sollte daher nicht zu mühsam sein, es durchzustehen. Für die ganz Kleinen gibt es sogar einen Übungsmodus der ersten drei Level. Ein interessantes Feature des Spiels ist die Einbeziehung von verschlossenen Türen, für die ein Schlüssel gefunden werden muss. Dies fügt dem Spiel ein leichtes Erkundungselement hinzu, das später für die Fortsetzung Land of Illusion weiterentwickelt wurde. Alles in allem besteht das Spiel nur aus 6 Leveln und 7 Bossen, also ist es für einen Plattformer der damaligen Zeit ein etwas kurzer Rummel. So Leute, wir starten jetzt mit Castle of Illusion. Einer der absoluten Top-Titel für Sega Master System, gehört auch zu dem leichtesten Titel für Sega Master System. Also, ich glaube, eine Stunde, da bist du damit durch. Aber, wenn man es halt lange nicht gespielt hat, ist das definitiv nicht einfach, denke ich mal. Aber, wir gehen einfach rein. Ich habe dazu auch das Remake, habe ich, schon vor einiger Zeit auch als Gameplay gemacht. Das verlinke ich euch mal jetzt hier oben. Das Remake ist auch sehr gut, aber ich bevorzuge dann doch definitiv das Original. Ist auf jeden Fall echt cooles Spiel. Wie war das nochmal? So. Da gehen wir jetzt bewusst nicht runter. Sehr schön. Aber den Stein kriegst du da irgendwie weg. Wie war das nochmal? Genau, so. Genau. Die Arschattacke. So, schnell runter. Das holen wir uns hier alles. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin gerade nicht sicher, ob man auch mit den Münzen Leben sammeln konnte. Genau, das war auch so ein Ding. Das war ja an den damaligen Spielen so cool gewesen, mit diesen ganzen versteckten Sachen, so mit diesen ganzen Secrets. Auch gerade am Anfang. Bei vielen Spielen waren ja die meisten Secrets so am Anfang direkt, so versteckt. Das war auch immer richtig cool gewesen. Und Leute, die halt ja neu im Gaming sind oder gerade die ganzen alten Sachen nicht kennen, sagen wir es mal eher so, die wissen gar nicht mehr, warum man an den Anfang geht. Und nur Retro-Gamer machen das eigentlich, dass die am Anfang dann gucken, was da Sache ist, ob es da was zu holen gibt. Weil das ja heute leider nicht mehr so ist. Ich habe letztens das Yoshi, heißt das Wally World? Ja, Wally World, das habe ich... ist das Wally World? Ich weiß nicht, das ist für die Switch auf jeden Fall. Das habe ich letztens auch gespielt, auch als Gameplay. Und da waren auch einige Sachen am Anfang gewesen. Das war ein bisschen auch so Nostalgie-Flashback. Das war immer cool gewesen. Das ist nicht der Baumstamm. Man kämpft doch jetzt hier gegen den Baumstamm gleich. Das war immer knibbelig. Wie gern ich das gespielt habe. Oh, Leute. Oh, Leute, habe ich das gerne gespielt. Und dieses Süßigkeiten-Level, das hat mich immer auseinandergenommen. Diese verdammte Schokolade ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein schwerer Gegner. Also da kämpfst du gegen eine Schokolade. Der war nicht unbedingt schwer, aber als Kind war das sehr schwer für mich. Wie war das nochmal? Draufspringen, ne? Ich glaube... ja, draufspringen. Erinnert so ein bisschen an Woodman von Mega Man 2. Ich glaube, da lose ich jetzt. Ja, ich lose. Macht aber nichts. Wir haben ja noch drei Leben. Der sollte jetzt machbar sein. Die Kopie von Woodman.
ein? Warum bin ich denn so bin ich so schlecht heute? Mein Gott, was bin ich schlecht heute? Stimmt, das war doch der hier. Nein! Oh mein Gott! Oh Leute, heftig! Ey, ich habe glaube ich echt ein bisschen ein Problem mit der verdammten Kamera, dass ich das aufnehme und weiß halt, dass andere Leute das sehen, wie ich hier ablose. Normalerweise mache ich das ohne Probleme. Guck mal, Leute, was ist los? Was ist los? Ich glaube wirklich, die Kamera ist das bei mir. Obwohl ich auch streame. Ich streame ja auch auf Twitch. Da habe ich nicht unbedingt das Problem, aber ich denke, weil das hier festgehalten wird, ne? Dass das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, mit der Geschichte zu tun hat. Aber komm, jetzt holen wir uns doch den. Ey, komm schon. Oh mein Gott. Ey, Leute, was lose ich hier gerade ab? Ey, heftig. Oh mein Gott, das ist ein ganz schlechtes Gameplay. Aber Leute, ihr kriegt die gefilterte Wahrheit. So ist es jetzt nun mal. Ich werde hier jetzt nichts verschönern. Oder schneiden oder sonstiges. Da gibt es genug Kandidaten, die das machen. Ich bin da keiner von. Das wäre peinlich gewesen, wenn ich im ersten Level gelost hätte. Weil ich ja auch noch gesagt habe, dass das Spiel zu den leichtesten fürs Master-System gehört. Ach Gott, ist das schön. Was ist das schön. Komm, nächste. Spielzeugland war auch cool. Oh, geil. Auch zeitlos. Richtiger Nostalgie-Flashback. Aber diese ferngesteuerten Dinger, die waren nicht so cool. Mama, den kann ich nicht treffen. Den muss ich so treffen. Mhm. Genau, so war das. Boah, Leute, ich habe das immer noch. Ich habe das immer noch ein bisschen drauf. Also, wo ich lang muss. Sagen wir es mal eher so. Das habe ich auch gehasst als Kind. Ich spiele gerne Schach, aber diese Figur, dieser Gegner war nicht cool. Genau, muss ich draufsetzen, genau. Ja, draufsetzen, draufstellen. Mega. Es ist so cool, Leute, ehrlich. Come on, ich brauche einen Kuchen. Boah, auch gemein. Kommt da das Flugzeug nicht noch? Da müsste doch noch so ein Flugzeug kommen, so ein Funkflugzeug. Oh, das war auch schwer. Da ist nämlich irgendwo jetzt so eine Stelle, wo ich runterfalle. Wenn ich da unten jetzt bin, da unten ist diese Stelle. Seht ihr? Voll reingesprungen. Verdammt. Komm. Jetzt aber. Jetzt aber. Jeppa. Brauchen wir für den verdammten Affen. Affen sind so meine Lieblingstiere, kann man echt sagen. So Hunde und Affen. Finde ich voll cool. Also so Gorillas. Ich finde Gorillas so cool, ey. Oh, ein Leben. Na? Hat der Gaming-Gott mit uns Nachsicht? Oh Gott, warum sage ich's denn? Verdammt. Warum sage ich's denn? Und wieder rein. Aber jetzt. Komm, das Video machen wir heute 20 Minuten. Das kriegen wir hin. Ich
Das war cool. Ah, da kommen jetzt diese ferngesteuerten Dinger, genau. Wo diese Einheit da kaputt machen muss. So, und das war jetzt gerade dumm von mir. Weil da oben ist meiner Meinung nach der verdammte Schlüssel. Komm, aber jetzt. Der Vorführeffekt, der knallt halt wieder rein, ey. Der müsste jetzt hier auf der Seite sein, ne? Ja. Glaub mir, Leute, ich habe das als Kind so oft gespielt. Hab das gelebt. Ja, Tasmania! Tasmania war auch einer der Spiele, die ich sehr gerne gespielt habe. So. Ja, noch verdammt. Verdammt. Eigentlich so simple, ganz simple Gegner eigentlich. Wirklich ein simpler Ablauf, aber ja. Scheinbar ja nicht für mich. Ach verdammt, Leute, das war's auch schon wieder. Mit Castle of Illusion. Ach verdammt, ich bin ein bisschen gepisst. Ich bin pissed, Leute. Egal, macht nichts, Leute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Game schon kanntet, wie ihr es fandet. Und vor allem, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr seht, hier geht einiges auf dem Kanal. Und das wird definitiv sogar noch mehr werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr, wenn es wieder heißt Sega Master System One Continue Challenge. Bis zum nächsten Mal. Peace.